So, ja, jetzt ist es 3 Uhr, bin jetzt zu Hause, jetzt werde ich gleich langsam mal so Feierabend machen nach, ja, ungefähr 18 Stunden. Ja, kann man jetzt mal, möchte mal eine Stunde abziehen, ne, wo wir da Tofu gemacht haben, wobei das heißt, glaube ich, nicht mal eine Stunde, aber ja, also 17 Stunden, trotzdem leider nur 3 Videos geschafft hochzuladen, 2 zu veröffentlichen und aber, ich weiß gar nicht, jetzt mit dem Wasserrettungseinsatz locker 10 neue gemacht. Ja, mal gucken, wie viel ich dann jetzt heute schaffe hochzuladen. Moin, ja, es ist jetzt 7 Uhr. Es ist hier gerade die Polizei vorbeigefahren. Habe ich halt gehört. Ja, also man sieht und hört jetzt sonst nichts. Ja, moin, jetzt habe ich eine Info bekommen von jemandem, der an der Wache 1 war, dass gerade A-Dienst, B-Dienst und Löchern halt wohl Richtung Verteilerkreis gefahren sind. Das spricht dann dafür, dass B4 BMA in der LVR-Klinik ist. Jetzt gucke ich mal, ob hier die Löchern halt vorbeifährt. Also die Löchern halt 2. Kirchenhorn. Und später noch der ABC Erkunder. Ja, und dann stehe ich auch jetzt mal auf und dann mal die ganzen Videos von gestern hochladen. Hi, ja, weil das Video ja doch relativ gut angekommen ist, habe ich mir überlegt, dass ich mich dann heute einfach nochmal 24 Stunden selber begleite sozusagen. Ja, kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was halt heute passiert, ne? Also heute am Sonntag, dem 20.10.2024, steht jetzt so noch nichts fest auf dem Programm. Außer dass ich natürlich ja einige Videos hochladen müsste zumindest. Also ich habe ja gestern ungefähr ja 10 neue gemacht. Ja, ich denke mal, die werde ich jetzt heute nicht alle hochgeladen bekommen. Ich hoffe jetzt mal, dass heute nichts Neues passiert tatsächlich, damit ich dann erstens Zeit habe, um die Videos von gestern hochzuladen und damit ich dann morgen auch Zeit habe, auch noch Videos von gestern wiederum hochzuladen. Ja, weil das ist eh so ein Phänomen. Ich glaube, die meisten glauben, dass ich die ganze Zeit zu Hause sitze und hoffe, dass endlich was passiert. Dabei ist wirklich nahezu immer das Gegenteil der Fall, weil ich halt immer schon genug zum Hochladen habe und ich dann halt erstens keine Zeit habe, eben die alten Videos hochzuladen, weil ich natürlich dann unterwegs bin und dann auch schon wieder neue dazukommen. Das ist halt immer so ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Ja, ihr seht im Hintergrund schon, ich bin jetzt gerade schon hier ein bisschen dabei, die Videos von gestern zu schneiden etc. Das ist halt relativ viel Arbeit, weil es war auch gerade gestern sehr viel Videomaterial. Ich habe mal geguckt, es ist über eine Stunde zusammengekommen. Und ich werde da jetzt, ich muss mal gucken, ich denke mal knapp 10 Videos zusammen machen. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen durchschauen gesehen, dass ich sogar noch eine Miniszene gestern vergessen habe für das Video, wo ihr mich 24 Stunden begleiten konntet. Und zwar das, was ich jetzt einblende von der Feuerwache 1 noch. Ja, jetzt sind wir gerade noch ein bisschen an der Wache 1. Schauen wir mal, ob jetzt jemand noch was rausfährt. Ist ja jetzt gerade nichts los. So, jetzt ist gerade B3 Gebäude in Beul. Da muss ich jetzt mal hinfahren. Ich melde mich dann von vor Ort nochmal. Ja, ich war jetzt gerade auf dem Weg zu dem B3. Den ELW habe ich jetzt noch bekommen. Das HALEF hat jetzt tatsächlich Abbruch bekommen. Aber ich gehe jetzt mal trotzdem noch gucken, das ist ja direkt um die Ecke. Ja, also es war jetzt nur Essen auf dem Herd, wie das ja meistens so ist. Also das heißt, relativ schnell fertig. Ich denke mal, Video kommt dann morgen. Ja, jetzt fahre ich natürlich wieder direkt nach Hause, um mit den Videos von gestern weiterzumachen, weil da habe ich ja nicht mal die Hälfte bisher geschafft. So, es ist jetzt 16 Uhr. Mal gucken. So, jetzt mal ein kleiner Zwischenbericht. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr. Genau, also ich hatte jetzt diese eine Stelle, die ich halt gestern schon hochgeladen hatte, auch ja, freigeschaltet sozusagen. Dann, ja, dieses Video, wo ich mich da gestern begleitet habe. Ja, dann dieses allgemeine Video, ne, Tag der Feuerwehr, wo ich auch alle anderen Videos dann drin in der Videobeschreibung verlinke. Dann Vorstellung der Selbsthilfemaßnahmen, Teil 1 und Teil 2. Dann, ja gut, einmal die Einsatzfahrt, ne, von der zu der Übung dem Zimmerbrand. Und dann habe ich jetzt gerade Einsatzkräfte erklären, Ersthelfern, wie sie bei einer Reanimation vorgehen sollten oder bei einer nötigen Reanimation. Genau, danach kommt jetzt noch das mit der, ja, mit den Uniformen der Feuerwehr, ne, oder also mit der Schutzausstattung. Dann kommt noch die Übung der Jugendgruppe. So, ich glaube. Genau, und dann kommt ja noch der Verkehrsunfall. Genau, der Verkehrsunfall noch. Das ist, glaube ich, sogar mit das längste Video. Plus dann noch dazu die Einsatzfahrt, die ich dann auch nochmal einzeln hochladen würde. Ja, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn ihr meinen Kanal kennt, dass ich ja die Einsatzfahrten immer nochmal einzeln hochlade. Teilweise dann aber in dem Video zu der Einsatzstelle, wenn überhaupt nur kurz. Was ja damit zu tun hat, dass die meisten Leute, die sich jetzt die Einsatzstelle angucken, jetzt nicht unbedingt auch, keine Ahnung, 8 Minuten irgendwelche Einsatzfahrten anschauen möchten, was ich auch verstehen kann, ne? Hat ja nicht jeder beide Interessen sozusagen. Und der Kanal heißt ja auch nur mal Einsatzfahrten und so. Und ja, das und so sagt natürlich schon, dass es nicht nur um Einsatzfahrten geht, aber
ja. Schon im Idealfall, ja, ist ein bisschen laut hier, im Idealfall primär. Genau, ja, aber da kann man sehen, ne, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Dazu käme natürlich das theoretisch noch notwendigerweise das Video von St. Augustin von der, ja, ich sag jetzt mal zu der Durchsuchung da von der Person bezüglich des Terrormöglichen oder des geplanten Terroranschlags und dann eben noch die beiden Videos zur Wasserrettung, also sprich auch Einsatzfahrt und Einsatzstelle. Aber das werde ich halt heute auch gar nicht mehr alles schaffen. Ne? Aber da sieht man halt, ne, heute war ja einmal der B3-Beul, das habt ihr ja schon mitbekommen. Das sind jetzt also auch schon wieder zwei Videos, weil ich ja noch den Engel wieder auf Anfahrt bekommen habe. Ne? Also ich habe wirklich mehr als genug zum Hochladen. Also das ist halt auch der Grund, warum ich echt nicht traurig bin, wenn mal nichts passiert. Oder ich es bei Weitem nicht hoffe, dass jeden Tag was passiert. Weil das wirklich dazu führen würde, dass ich gar nicht, also bei Weitem nicht alles schaffen würde, hochzuladen. Also ich bin ja jetzt schon nur ungefähr bei 50%. Ich meine, das bekommt ihr natürlich nicht mit. Und lustigerweise sagen ja auch viele Leute, dass ich alles hochlade. Wo ich auch denke, woher wollen die Leute das wissen? Weil die müssten ja theoretisch erstmal wissen, was ich alles filme. Und dann könnten sie ja daran ja entschließen, wie viel ich davon hochlade. Ne? Aber die meisten wissen gar nicht, dass es halt locker 50% sind, die ich nicht hochlade. Ne? Also wenn jetzt hier beispielsweise mal die Löchern halt vorbeifährt, oder so wie heute Morgen zum Beispiel, ist ja die Löchern halt vorbeifahren, die Löchern halt 2 zur LVR-Klinik, da wusste ich sogar, wo die hingefahren sind, bin dann aber nicht da hingefahren, weil ich fahre jetzt eigentlich nie dahin, wenn da eine BMA ist, oder wenn ich halt davon ausgehe, es kann ja auch theoretisch immer mal was anderes sein, insbesondere wenn ich halt nicht weiß, was an der Wache 1 gefahren ist, wenn jetzt hier nur die Löchern halt 2 vorbeifährt, kann es natürlich auch immer sein, dass dann einfach die Löchern halt 1 schon im Einsatz war und dann halt irgendwo B2 BMA oder sowas irgendwo ist, ne, wo dann der A-Dienst zum Beispiel mitfahren würde. Aber wie gesagt, sowas lade ich halt nicht hoch. Gut, jetzt heute Morgen war es halt mal in einem Video drin, aber das würde ich jetzt niemals einzeln hochladen. Ne? Oder wenn jetzt hier zum Beispiel mal, ja, was soll ich jetzt sagen, KTW vorbeifährt oder sonst was, ne? Oder auch mal ein RTW von außerhalb, manchmal lade ich es hoch, aber bei Weitem nicht jedes Mal. Ne? Weil dann müsste ich wirklich locker jeden Tag 10 Videos hochladen. Also heute wird es ja vielleicht sogar mal dazu kommen. Und das kommt dann natürlich auch mal drauf an, wie viele Einsätze sind. Ne? Wenn ich eh den ganzen Tag unterwegs bin für neue Einsätze, das hatte ich ja heute Morgen schon mal erklärt, komme ich natürlich erst recht nicht dazu, viele neue Videos hochzuladen, ne? Oder überhaupt Videos hochzuladen. Ja, jetzt habe ich ja nochmal, ja, 4 Minuten Päuschen gemacht sozusagen. Und jetzt geht es mit den Videos weiter. Ne? Nur, dass ihr halt mal seht, dass ich ja wirklich gut beschäftigt bin, auch wenn ich nicht den ganzen Tag unterwegs bin. Ja, ich hoffe mal, oder ich gucke mal, dass ich mich dann später nochmal melde. Ja, und dann gucke ich, dass ich das Video hier wiederum auch dann im Idealfall morgen Vormittag fertig bekomme, ne? So, ich höre auch jetzt gerade nochmal Horn. Das hört sich jetzt auch wieder so an, als wenn es gerade von der Kennedy-Brücke käme, also sprich aus der, von der Boiler-Seite. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber ich höre das halt immer relativ gut. Ja, ich habe ja ziemlich gute Ohren. Ich habe das ja vielleicht sogar heute Morgen mitbekommen, dass ich Ohrstöpsel drin hatte. Und ich habe das halt trotzdem mitbekommen mit dem Polizeihorn. Aber das ist halt tatsächlich so. Ja, und da oben kommt es schon. Ja, jetzt ist es schon nach 0 Uhr. Ja, ich habe jetzt leider doch nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. Also bezüglich der Videos heute von dem Tag der Feuerwehr gestern. Aber es war halt auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe gesehen, es sind sogar über 10 Videos, die ich hochladen muss. Ich hatte jetzt, glaube 13 sind es oder so insgesamt. Ja, ist halt wirklich sehr viel. Also ich werde es versuchen, morgen zu schaffen. Ja, was ich ja in dem Video gestern schon mal angerissen hatte, war da ja auch die Situation mit diesen zwei Herren. Also, ich habe mir das Video ja jetzt nochmal so angeschaut. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man sich nochmal anschaut. Oder dann sieht man ja nochmal so ein paar Sachen, die man vorher nicht ganz so wahrgenommen hat. Also, ich kann das immer noch nicht so ganz verstehen. Also, wie gesagt, also ich werde diese eine Szene da jetzt nicht reinschneiden. Ein bisschen was sieht man halt oder hört man dann auch. Ne, aber derjenige hat sich sogar am Anfang noch dafür entschuldigt, dass er sich bei mir vor die Kamera gestellt oder davor gelaufen ist, eher gesagt. Ja, danach hat er es dann die ganze Zeit aber trotzdem gemacht. Und als ich mich dann daneben gestellt habe, ist dann die Situation, Anführungszeichen, halt eskaliert, weil er dann irgendwie meint, ich sollte dann da weg. Dann habe ich gesagt, ja, aber ne, wenn ich hinter ihnen stehe, stellen sie sich die ganze Zeit davor und so. Und was halt richtig krass ist, der hat dann halt sein Kind noch so vor meine Kamera gehalten
und hat dann gesagt, ja, ich soll irgendwie sein Kind nicht filmen oder irgendwie so oder die Kamera nicht davor halten oder so. Ne? Also, um das jetzt mal böse zu formulieren, im Prinzip hat er ja sein Kind dann so, ja, ich will jetzt nicht sagen als Waffe eingesetzt, ne, aber zumindest halt dann so missbraucht, um dann irgendwie zu rechtfertigen, dass, ja, weiß ich nicht, ne, ich da nicht filmen soll oder so. Also das finde ich halt schon eine krasse Sache, ne? Ich meine, das Kind hat das halt nicht so wahrgenommen, ne? Aber, also weiß ich nicht, so als Vater sein Kind so derart dann da zu nutzen, ne? Also ich meine, ich habe das Kind jetzt halt gepixelt, ne? So, gut. Also das ist für mich auch jetzt eine Selbstverständlichkeit, vor allem das Kind kann ja nichts dafür, dass es solche Eltern hat, ne? Aber das finde ich schon halt schon ein starkes Stück, ne? Also die Mutter war ja auch dabei, die hat da halt... Ja, ich sag mal in Anführungszeichen jetzt nicht mitgemacht. Die hat auch jetzt nicht gesagt, dass sie es von ihrem Typ da nicht gut fand. Gut, vielleicht gab das noch eine Nachbesprechung, weiß ich nicht. Aber also wenn ich da die Frau von dem wäre, die Mutter des Kindes, würde ich mir das schon mal überlegen. So, ne? Also weiß ich nicht. Weil, ich meine, man sieht in dem Video auch ganz klar, andere Leute haben da auch gefilmt, ne? Und man sieht auch ganz klar, dass der sich immer vor mir gestellt, also vor mich gestellt hat, ne? Ich meine, ich hätte ja keine Motivation gehabt, dass ich mich die ganze Zeit hinter den stelle und die da filme, ne? Ich meine, ich wollte ja den Einsatz filmen, also die Übung, ne? Naja, das, auf jeden Fall, das hat auch noch ein bisschen Zeit gekostet. Also das halt zu pixeln, aber das auch noch ein bisschen aufzuarbeiten, ne? Weil das hat mich natürlich schon interessiert, ob vielleicht doch noch ein bisschen an mir lag, ne? Aber sehe ich halt nicht so. Klar, ich hätte halt woanders hingehen können, nur ich meine, die Übung lief halt und ob es woanders besser gewesen wäre, weiß man ja auch nicht. Und hätte der Typ sich nicht die ganze Zeit immer vor mich gestellt, wäre das ja auch kein Problem gewesen. Ne? Also da war ja genug Platz, also mehr oder weniger, nur wenn natürlich dann ständig sich jemand vor die Kamera stellt, ja klar, muss man dann mal hin und her und so. Ne? Und irgendwann ist es dann vielleicht auch mal für jemanden nervig, kann ich halt schon verstehen. Ne? Also ein bisschen zumindest. Naja, gut, also ich gehe jetzt gleich mal schlafen. Das ist jetzt schon nach 0 Uhr, es ist auch jetzt nichts mehr passiert. Also montags ist in der Regel immer ein bisschen weniger los. Gucken, ob das dann morgen auch so ist, dann würde ich halt zumindest noch ein paar Videos schaffen. Ne? Gut, ja, und das Video muss ich natürlich morgen auch noch fertig machen. Also, dann wünsche ich mal eine gute Nacht, gucken, ob ich heute Nacht durchschlafen kann. Und ansonsten melde ich mich nochmal. Ja? Bis morgen, ciao. Moin, ja, es ist jetzt kurz nach 4. Ja, ich hatte jetzt eben wieder so ein, ja, wie soll man es nennen, wie so ein Albtraum halt wegen der Love Parade. Das war jetzt schon ein bisschen her, aber ja, seitdem konnte ich jetzt wieder nicht mehr einschlafen. Ich hoffe, das klappt jetzt mal wieder. Ja, mal schauen.